Hallo und herzlich willkommen zu unserem MSC-Tutorial. Mein Name ist Markus Deutsch und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie schnell und unkompliziert über das Makler Service Center Bestandsübertragung beauftragen. Dazu springen wir einfach mal ins Makler Service Center. Ich bin im Cockpit. Der erste Punkt, bevor Sie Bestandsübertragung machen, ist natürlich der, dass Sie die Maklervollmacht vom Kunden brauchen. Über Appella haben Sie die Möglichkeit, die Vorlagen von uns zu nutzen. Diese finden Sie hier im Informationscenter unter dem Bereich Maklermandat und haben hier oben gleich die Maklervollmacht beschreibbar, entweder mit Appella-Logo oder neutral. Die müssen Sie natürlich runterladen, ausfüllen und vom Kunden unterschreiben lassen und dann danach beim Kunden wieder hochladen. Das machen wir auch gleich. Ich springe hier oben über die Kundenzentrale zu meinem Kunden Max Mustermann und im Standarddatenbereich beim Menüpunkt Dokumente hier oben habe ich die Möglichkeit, bei den Standarddokumenten hier die Maklervollmacht hochzuladen. Das mache ich über dieses kleine Rädchen hier unten. Klicke einfach raus, suche die Datei aus, die ich zuvor natürlich eingescannt und auf meinen Rechner geladen habe. Hier ist sie, wähle sie aus. Sag jetzt ändern, das Ganze wird hochgeladen, das war erfolgreich und Sie sehen, das PDF-Symbol, was hier abgebildet ist, ist auch schwarz geworden. Das heißt für Sie, da ist ein Dokument hinterlegt. Das Ganze befindet sich jetzt noch in der Virenprüfung, deshalb können wir uns das nicht ansehen. Aber nach ein paar Minuten ist das geschafft und Sie könnten, wenn Sie hier raufklicken, sich auch die Maklervollmacht nochmal ansehen. Das war die Vorarbeit. Sie haben jetzt also zentral beim Kunden eine generelle Maklervollmacht für alle weiteren Bestandsübertragungen hinterlegt, brauchen das also nicht nochmal machen. Und können jetzt ganz einfach über die Vertragsübersicht, die Sie hier unten finden, über die Antragserfassung, das kleine Pluszeichen ist das in dem Fall, einfach eine neue Bestandsübertragung einreichen. Dazu springen Sie in die Antragserfassungsmaske. Die Art ist bereits vorbelegt. Sie wählen noch die Gesellschaft aus. Ich nehme in dem Fall einfach mal die AXA zum Beispiel. Wähle die Sparte aus, kann dann das Produkt suchen, wegen der Kinderpolice. Und Sie sehen, dass sich nach und nach der Bereich weiterhin aufbaut. Bei der Bestandsübertragung ist es so, das einzige Pflichtfeld, was Sie brauchen, ist die Vertragsnummer. Ich nehme in dem Fall einfach mal hier eine Fake-Nummer, prüfe das Ganze und jetzt ist der ganze Vertrag erfasst. Sie sehen ihn gleich in der Vertragsübersicht. Den letzten Schritt, den Sie jetzt machen müssen, ist, dass Sie hier über diese Schaltfläche zum Vertrag springen. Damit kommen wir in die Vertragsdetails und hier auf der rechten Seite sagen Sie, und das ist jetzt auch der letzte Punkt, um die Bestandsübertragung einzureichen, Bestandsübertragung eingereicht, setzen den Punkt, speichern das und das Ganze ist jetzt elektronisch bei uns und wir als Appella kümmern uns darum, dass der Vertrag in Ihren Bestand kommt. Das war schon alles. Ich hoffe, ich konnte Ihnen möglichst einfach erklären, wie eine Bestandsübertragung über das Makler Service Center funktioniert und Sie werden demnächst keine Probleme mehr damit haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis demnächst.